Bomben. Mann! Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kazumi? Dass Sie das aus Liebe tun? No. Ja, lol, was soll denn das jetzt? Augen nach rechts. Nach rechts? Oh! Augen nach links. Augen nach links, Augen. Ist sie mich hier schön am Verarschen? Aber wo ist der Typ? Na, hat noch nicht ganz gereicht. Ja, komm. Na gut. Wo bist du? Oh oh. Das ist überhaupt nicht lustig. Oh oh. Oh. Ich hab fast geahnt. Achtung, Männer. Beschädigt nicht Ihr hübsches Gesicht. Ja. Au. Mach den Kerl platt, bitte. Kazumi, ich geb dir Rückendeckung. Shepard. Oh. Habe freies Schussfeld. Los geht's. Mach nicht. Da habe ich erstmal schön einen mitgekriegt. Wirkt dann eigentlich noch die Überlastung? Nee. Da wäre auch zu einfach. Machen Sie mit diesem Jäger, was Sie wollen. Ich habe ein ganzes Geschwader davon. Aber nicht dein Leben, mein Freund. Oh oh. Kazumi, Schattenschlag. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm her. Bum, bum, bum. Da haut er wieder ab. Sie kommen von vorne. Ich hab keine Angst vor euch. Ja. Da. Du auch? Ja, bitteschön. Es ist zu spät, Leben aus der Sache rauszukommen, Kazumi. Du hast dein Leben. Arschloch! Zu spät, Leben aus der Sache rauszukommen. Ja, nee, ist klar. Warte, wo war das jetzt gerade? Da. Wir nehmen hier so ein bisschen wieder mit. Ich meine, das wird er ja eh nicht mehr brauchen. Das ist ja ganz klar. Ich bin mit diesen ganzen verschiedenen schweren Waffenmodi nicht zufrieden.
Irgendwie fand ich die Standard Version besser. Arrivederci. Boom. Kazumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt. Sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Erinnerungen retten? Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Hm. Ach du Scheiße. Er will es so. Sie haben ihn gehört, Kazumi. Er möchte, dass Sie die Information zerstören und sich selbst retten. Ich weiß, aber ich kann nicht. Es ist alles, was von ihm geblieben ist. Soll ich es tun? Ach du Scheiße. Ich kann es auch machen. Wenn es für Sie leichter ist, kann ich das übernehmen. Ich... Okay. Machen Sie schnell, bitte. Tja, das heißt, wir haben nichts gewonnen. Geil. Missionszusammenfassung. Der Raub war erfolgreich. Keiji Okudas Greybox wurde zurückgeholt und alle darin enthaltenen Informationen wurden zerstört. Donovan Hawk wurde bei der Zerstörung seines Jägers getötet. Kazumi ist loyal. Kraft von Kazumi freigeschaltet. Sie werfen eine Sprengladung, die desorientiert, betäubt, geringen Schaden verursacht und alle Ziele in der Nähe handlungsunfähig macht. Nicht schlecht. Kazumi, neues Outfit. Ja... Das ist eine geile Knarre, die behalte ich auf jeden Fall. Tech-Schaden. Die Credits, die kann man mal mitnehmen, ne? Die gehen doch immer. Könnten wir mal gucken, ob Kazumi jetzt noch was von uns hören will. Ich meine, wir waren ja ein bisschen einfühlsamer bei ihr. Na gut, bei Said war das nicht wirklich möglich. Der war ja auf 180. Was... Bitte? Wie sehe ich denn aus? Oh, wie nobel. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Wie nobel. Will vielleicht irgendwer der Crewmitglieder mit mir reden? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht's der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander?
Adieu. Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. So, wo gehen wir denn zuerst hin? Kampfinformationen. Jacob Taylor, Morden Solos. Ach, da bin ich ja schon. Gehen wir zuerst mal darunter. Reden wir nochmal mit Kazumi, Garrus und Miranda. Ich sehe ja mit dem Ding aus wie so ein Playboy, hä? Gut, dann reden wir mal mit ihr. Hallöchen, Popöchen. Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Okay. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Dann probieren wir mal Garrus. Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja, reden Sie nur. Ja, ich tue was für meine Crew. Shepard, brauchen Sie was? Ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie... Okay, die wollen auch nichts von mir. Reden wir mal mit der lieben Kazumi. Ich weiß nicht, mit Jack. Da bin ich vorsichtig bei Jack. Ich glaube, zu der gehe ich nicht hin. Die macht mir Angst. Tut einem schon leid, wie die hier sitzt, ne? Hey, haben Sie kurz Zeit? Ja, klar. Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Ich weiß, warum wir KGs Greybox zerstören mussten. Aber das macht es überhaupt nicht leichter. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Mess Sergeant Gardner könnte durchaus ein teuflisches Genie sein. Betonung auf teuflisch. Das Essen ist in letzter Zeit besser geworden. Aber bis sein Ruf wiederhergestellt ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Okay. Wisst ihr was? Ich habe lange nicht mehr von Edi gehört. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Das ist immer wieder eine Freude. Ich will eigentlich nicht mit Jack reden. Ich probiere es trotzdem mal. Ich bin ja eine nette Junge. Auch wenn die Dame mir Angst macht. Ja. Hallo, Said. Wollen Sie noch eine Lektion? Nein. Nein. Dein Badass-Getue hast du in der letzten Folge schon mehr als deutlich gemacht. Ich meine, der hatte was, ne? Hatte was so von stirb langsam. Hallöchen, Popöchen. Ach, wie sieht's hier denn aus? Hey. Können wir reden? Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Darüber mache ich keine Witze. Vielleicht später? Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Brits Touren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Was man so Frisur nennen kann, du hast ja nichts mehr auf dem Kopf. So, dann erzähl mir doch mal von deinem Kult, der Glatzen. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was ist mit Ihnen geschehen? Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Vertrauen Sie niemandem? Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie. Diebstahl vom Militärgerät.
Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Diebstahl von Militärgerät. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben sie sich bestimmt einige Freunde gemacht.